Hallo zusammen, es ist Mittwochabend, wir haben den 24. Januar und es ist 17.32 Uhr. Der DAX rechnet noch ein bisschen an Schlusskursen rum, alles fein. Wilde Woche und das sollte sich auch nicht nennenswert ändern, das wird noch eine ganze Zeit lang weitergehen, weil wir haben hier nochmal diese Termine. Ich habe teilweise auch andere Termine gehört, das ist jetzt für die Nasdaq, deswegen sage ich ganz bewusst ohne Obliga. Aber hier kommen bis zum 1.2. nach meinen Unterlagen. Hier kommen sie auch alle. Heute Abend noch Tesla, ja, dann am 26. Amazon. Also könnt ihr hier nochmal sehen. Aber wie gesagt, ich habe auch andere Daten gesehen. Da war das ja auch am 30.01. Da muss man ein bisschen aufpassen. Auf jeden Fall, die Dinger werden noch Kurse bewegen. Wir haben es gesehen bei Supermicro. Wir haben es, das waren glaube ich 40%. Wir haben es gesehen bei heute bei Netflix plus 12%. Also das sind teilweise Veränderungen, die kenne ich nur vom neuen Markt. Da gab es auch mal eine Mobilcom, die irgendwie 10-15% hochgegangen ist. Und eine SAP, die insgesamt gute Zahlen gebracht haben. Und vor allen Dingen, das, worauf ich immer achte, der zweite Satz hier, das sieht alles okay aus. 7,5%, das finde ich in Ordnung. Aber also 40%, 12%, finde ich ein bisschen viel. Aber das ist nun mal so. Ja, wir haben halt momentan so dieses FOMO, dieses Fear of Missing Out. Ich bin da nicht dabei, wie auch immer. Nach der DAX-Analyse gehe ich kurz in diese Sparpläne oder auf die Sparpläne ein, was ich da habe. Das kommt dann nach der DAX-Analyse. So, wir haben, das ist das, was, ich hatte das neulich schon gesagt, enge Bänder haben ihre Eigenheiten. Ja? Dann täuschen die gerne mal in diesem Fall unten an und knallen dann nach oben hoch. Genau das haben sie heute gemacht. Die 20-Tage-Linie war für mich der Punkt, wo er höher gehen kann. Da ist er drüber. Und sogar auch nochmal mit dem gestrigen Schlusskurs drunter. Das bringt uns jetzt ein Gap bezogen auf die Xetra-Schluss- und Eröffnungskurse von 170 Punkten. Das ist sehr ungewöhnlich. Ungewöhnlich und das ist viel. 80 Punkte davon sind der SAP geschuldet. Ich glaube, es sind jetzt sogar 85 im Moment. Und auffallend ist für mich, dass viele Werte, die so in den letzten Wochen eher so die Rühr-ich-nicht-an-Werte haben, sind auf einmal gestiegen. Siemens Energy, ja, die Lufthansa. Die Volkswagen, so Zeug, auf einmal steigt das Zeug dann hoch. Das kommt mir so vor, als ob wir hier kurz in der Rotation stehen, im Sinne von die Werte, die stark gestiegen sind. Deutsche Börse, so Zeug, die Airbus, dass die jetzt mal ein bisschen pausieren und dass jetzt andere Werte nach oben kommen. Das wiederum macht es relativ schwierig, den DAX zu handeln. Das heißt, ich werde also auf jeden Fall, wo habe ich es denn, in den nächsten Tagen werde ich erheblich mehr auf die Aktien achten. Und da habe ich ja jetzt zum Glück den Wingman, da habe ich mir irgendwann einen Film gemacht, wie man den benutzt. Diese ganzen Geschichten hier, das gucke ich mir morgens ab 7 Uhr an. Ja, und das zeigt mir dann halt meine Einstellung. Hier neue Wochenhochs, Nvidia und Alphabet und Meta Platforms. Ja, die Leute sind halt jetzt geil auf die Ami-Aktien, anders kann ich das gar nicht sagen. Ja. Die rechnen jetzt, dass die alle 10-20% steigen. Die können gar nicht fallen, weil jeder kauft sich da seine 50 oder 100 Stück. Und das fängt ja ab morgens um 7 an. Da sind jede Menge Signale drin. So mache ich das. Ich gehe davon aus, dass ich relativ wenig im Index selbst handeln werde. Machen wir mal den Index. Ich habe jetzt hier, also das war die 20-Tage-Linie, da sind wir drüber, nochmal drauf und jetzt, wie gesagt, haben wir also dieses Gap von 170 Punkten. Vor dem DAX steht lediglich diese kleine Kerze hier vom 2.1., das war die Eröffnung, bei 16.967 und danach nur das All-Time-High, 17.003. Mehr hat er nicht. Von der Technik her hat er jede Chance, da jetzt mal flott drüber zu gehen. Hier ist die Stabilisierung sowohl über die traditionelle als auch über die moderne Sichtweise und hier haben wir nach wie vor einen völlig intakten Oszillator. Also der kann das locker schaffen unter der Führung welcher Aktie auch immer. Vielleicht ist es dann morgen, weiß ich nicht, die Allianz wieder möglich. Ja. Aber der kann das locker schaffen und dann sollten die 17.200, da sind wir hier irgendwo, bis 300 durchaus drin sein. Ich hatte am Mittwoch gesagt, ich habe also auch verschiedene Aktien gekauft. Das war Nordex, TUI, Lufthansa. Ich habe das alles jetzt platt gemacht. Die Nordex, die sind, das waren 9,25, 9 Euro und 8,75. Die waren heute bei 9,90 oder sowas, habe ich die höchsten verkauft. Ich habe das alles platt gemacht. Die Lufthansa auch, 7,25. Da waren sie heute auch bei 7,70. Ich habe einfach mal die Chips vom Tisch genommen. Ich will mir das mal hier ein bisschen anschauen, vor allen Dingen vor dem Hintergrund dieser
Zahlen, die dafür die von den Gewinnzahlen oder Quartalszahlen von den eben genannten verschiedenen amerikanischen Aktien waren, das wird einen erheblichen Einfluss haben. Gut, also vom Band her oder von den Bändern her, das war also dieser Antäuscher und jetzt sind wir nach oben raus erstmal und wir schließen auch, wo sind wir jetzt, bei 16.901, ja, wir schließen auch oberhalb des Bandes in der Nähe des Tageshöchstkurses. Also ist grundsätzlich in Ordnung und nochmal hier gibt es also auch keinerlei Verkaufssignal. Ein Short hier ist riskant. Das kann ich also so auf den ersten Blick überhaupt nicht empfehlen. Die kurzfristigen Einheiten, die gelten teilweise auch als hoch. Gehen wir mal auf eine 4 Stunden. Zack. Aber auch hier stabil, stabil, oberhalb des Bandes stabil. Ich habe kein Verkaufssignal. Ich kann mich auf den Kopf stellen. Aber ich habe keins da. Und wie gesagt, das ist durchaus möglich, je nach der Geschwindigkeit, je nach den Vorgaben vom Amiland, dass wir hier also noch die 300 Punkte drauflegen auf die 17.2, 17.3. Ich habe folgende Scheine mitgebracht. Da muss ich zu einem auf jeden Fall was sagen. Das sind die Scheine, die ihr schon kennt. Die haben teilweise einen geringeren Hebel. Aber mir geht es um den hier. 17.221er Put. Das Ding ist mit Vorsicht zu genießen. Also mit größter Vorsicht. Das darf man nicht kaufen nach dem Motto, ach, das lege ich mal hin, das wird schon irgendwann wieder fallen. Das kann schief gehen. Das würde ich erst machen, wenn ich wirklich sinnvolle Verkaufssignale habe. Die Stundentechnik bricht runter, die 4-Stunden-Technik bricht runter. Dann erst kann man das machen. Das ist also nichts zum Hinlegen, abwarten, dass der nicht drankommt. Das kann in die Hose gehen. Hat auch jetzt schon einen Hebel von 47. So, das ist es eigentlich mehr oder weniger zum DAX. Also der hat noch alle Chancen. Als Unterstützung habe ich den Bereich hier, das ist das Gap von gestern. Auch die 20-Tage-Linie 16.642, das ist eine Unterstützung, aber für mich ist der, das sind ja nur Kleinigkeiten, das sind ja nur, der pustet immer eine Viertelstunde und dann ist er hier drüber. Er hat allemal die Chance, die 17.000 zum zweiten Mal nach diesem Tag hier, wann war das eigentlich, am 14.12. rauszunehmen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Zertifikate da offen sind, das müsste ich auch nochmal schauen, aber der hat die Möglichkeit dazu. Es sei denn, die Amis knallen vorher runter, sieht für mich nicht so aus. Gut, jetzt mal ganz kurz zu den Sparplänen. Ich habe das avisiert, ich habe das neulich vergessen, ich will nur mal zeigen, was ich da habe. Fangen wir mal damit an. Das ist eine Aktie, Berkshire Hathaway. Moment, ich gehe auf die Woche. Das sind die Berkshire Hathaway, die A0YJQ2. Der liegt kontinuierlich besser als der Dow, aber natürlich ist der nicht so heiß wie jetzt der Nasdaq. Aber das ist für mich ein recht sinnvolles Investment. Ja. Und wenn man mal sieht, wie der sich über die Jahre entwickelt hat, nehmen wir mal hier die Finanzkrise. Da sind wir hier. $35. Jetzt ist er verzehnfacht. Ich halte das für sinnvoll. Und auch wenn dem Warren Buffett nichts passiert, oder wenn ihm was passiert, glaube ich nicht, dass der Nennenswert nach unten nachgibt. Deswegen werden also da nicht die ganzen Aktien verkauft. Das ist die eine Geschichte. Die zweite ist der hier. Invesco. Aber da muss ich noch was anderes reinmachen. So. Das ist der Invesco auf den MDAX. UCITS. Ne, das ist falsch. A2N7NF. Der ist auf den MDAX. Ich gebe eigentlich, egal ob jetzt die Märkte steigen oder nicht, ich glaube, dass die Nebenwerte besser liegen zum Ende des Jahres als der DAX. Das war jetzt eher so ein Schnarch, machen wir hier auf die Woche, das war jetzt so ein bisschen so schnarchhaft so in den letzten, sagen wir mal, 3 Jahren. Ja, wo sind wir denn hier? Das ist jetzt der Wochenchart. War der schon ein bisschen, der hat nicht viel gebracht. Ja, aber damit habe ich nie Angst gehabt, muss ich ehrlich sagen. Hier oben drüber habe ich eine andere Kennnummer geschrieben, das ist die DBX1DA. Auf den DAX, ja, weil irgendwie kriege ich das hier nicht ins System rein mit der Kennnummer. Also ich habe es nicht geschafft, vielleicht geht es jetzt, ich habe es nochmal hochgefahren. Das ist der ETF auf den DAX. Bei den ETFs muss man halt einfach auf die Kosten gucken. Was sind die Kosten? Und das ist wichtig. Und als letzten habe ich, ist das der hier. Das ist ein Inder. Ja, das ist der Indienfonds mit der Kennnummer A2AFCY. Das ist jetzt auch der Wochenchart, ja. Indien, bevölkerungsreichste Land. Ich habe so oft Telefonate, wo ich mitbekomme, dass, ja, nee, wir haben das ausgegliedert nach Indien.
Also ich glaube, Indien wird in den nächsten 10 Jahren Spaß machen. Da kann ich mir also durchaus vorstellen, 10, 15 Jahre, dass der hier nicht mehr die 8 davor steht, sondern irgendwo Richtung 16, 17. Das ist eine Geschichte, die läuft eigentlich auch ganz gut. Dadurch habe ich das so gemacht, dass also Berkshire Hathaway habe ich Amerika, aber auch ein bisschen China. Der ist dann noch bei BYD drin, auch wenn er hier und da was verkauft. Ich habe Indien und ich habe den DAX und den MDAX. Man könnte sich auch überlegen, Euro-Stocks zu nehmen statt den beiden eben genannten. Ich habe mich irgendwann für die entschieden und ach, ich kann da eigentlich ganz gut mit leben. Gerade die DAX und MDAX-Scheine, das sind die, die ich aktiver manage. Das waren jene, wo ich gesagt habe, im Mai letzten Jahres, so, die kaufe ich jetzt mal nicht und die habe ich dann Ende Oktober dann komplett wieder eingezahlt. Ich habe sie in diesem Jahr auch noch nicht gekauft. Heute hier und jetzt liege ich damit noch ganz grob 90 Punkte vorne, aber ich habe es noch nicht gekauft. Ich weiß ja noch nicht, ob ich es im Februar machen werde. Das muss ich schauen. Aber das sind die Dinger, die ich aktiver manage. Bei Indien, das ist ziemlich breit gestreut. Das lasse ich einfach so laufen. Dem Warren, dem lasse ich sowieso was laufen. Und so sieht das bei mir aus, bei den Scheinen. Aber bitte, da gibt es jetzt, bevor da wilde Kommentare losgehen, da gibt es so viele Möglichkeiten, wie man das machen kann. Aber das sind die Freunde, die ich habe. Und da bin ich also relativ breit gestreut. Ich fühle mich damit relativ wohl. Und damit wünsche ich euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.